Hallo, Servus und herzlich willkommen zu Der Heider spielt mit Der Yogel der Forest. Oh ja, wir sind in der dritten Folge angelangt. Und weil Fraps gerade total verschissen hat, weiß auch gar nicht, warum ich gerade Fraps benutze, aber gut, hat man jetzt nicht sehen können, dass ich zwei Lizards gefangen habe und der Jonas zusätzlich oben aus der Falle einen Hasen gemopst hat. Denn unsere Falle hat funktioniert. Wer hat's geglaubt? Wer hätte es gedacht? Heute nicht gut Deutsch. Ich sehe nicht der Schlimme. Dann würde ich nämlich sagen, achso, hast du gerade was ins Feuer gehauen? Zum Essen? Dann kann ich mal, ich will mal kurz mein Lizard gucken. Ja, kannst du machen. Aber was liegt da? Nix. Doch, da war ein Vogel. Achso, nee, warte, stopp. Achso, nicht. Nee, es war... Das ist vielleicht du, aber nee, der jetzt. Guck mal, hier fliegen halt so viele Vögel rum, ich komme mir schon fast wie eine Disney-Prinzessin vor. Lass uns singen! Nicht? Okay. Doch. Moll. Oh. Oh nein. Jonas, ich habe Lizard und Feuer gekillt. Der Lizard ist auch weg? Der Lizard ist auch weg. Du bist so eine Bratwurst. Ja, warte ziemlich. Mal, ich baue mal kurz ein neues Feuer. Baue ein Feuer, das toller ist. Ich wollte von Anfang an das Steine-Dingen bauen. Das können wir zur Not auch nochmal neu machen. Weißt du was, bau das Steine-Dingen und ich baue uns eine dritte Falle, okay? Okay. Aber als Ausgleich, dass ich so dumm bin. Scheiß. Sorry, ey. Ja. Nee. Sollte dir auch leid tun. Ja, ich weiß, Mann. Ich weiß, Alter. Ich hab nicht genug Steine. Hast du noch Steine? Weiß ich nicht. Warte mal kurz. Ich baue schnell die Falle. Moment, Sekunde. Wo ist denn? Ich kann noch mal kurz zu den, Ja, sprich dich aus. Zu den Bären. Zu dem Stamm mit dem Bären. Und versuch halt zwischendurch noch Steine zu sammeln. Okay. Meine Ausdauer ist schon wieder total am Arsch. Wo bist denn du? Ich bin bei den Bären. Das ist wirklich direkt, überhaupt nicht weit. Ja, das sagst du jetzt. Und die bringen ordentlich Futter. Für die Fische. Da Stein. Futter bei die Fische, sagt man ja immer, ne? Futter bei die Fische. Ich dachte, ich habe was gesehen. War wohl das doch war nur ich. Der Wind. Skyrim. Hast du Skyrim eigentlich gespielt? Ja, aber ich mag's nicht. Ich muss auch sagen, ich hab's nicht gespielt. Ich bin also einer der wenigen, der es nicht gespielt hat. Das liegt aber auch einfach daran, ich bin kein Elder Scrolls-Fan. Ich bin mit dieser Spielereihe nie richtig warm geworden. Ich kann vollkommen nachvollziehen, was da die Faszination ist. Also eben, grundsätzlich. Kann ich auch. Aber ja, ich werde da auch nicht warm mit. Das ist so, ja, okay, ist cool, mir ist es zu viel. Ich mag mich da auch nicht dauernd damit beschäftigen. Ich weiß, da werde ich jetzt wieder auf taube Ohren stoßen. Das ist aber auch okay. Ja, aber dafür spiele ich halt anderen Scheiß, ne? Den andere Leute nicht mögen. Ich meine, jedes Spiel braucht seinen kleinen... Seinen Jonas. Jonas, der ihn spielt. Ja, verständlich. So, ich bin gut gefüllt. Wollen wir zurückgehen und Sachen bauen? Habe ich auch gerade gedacht. Ich habe halt original diesen scheiß Lizard weggebolzt, ey. Ups. Völlig zu Recht. Bist du jetzt sauer auf mich, Jonas? Ja. Das tut mir echt leid jetzt gerade. Nochmal kurz auf Skyrim. Elder Scrolls zurückzukommen. Mhm. Ich finde halt das Theme von Morrowind grandios. Ja, ne? Klar. Du, das ist was Bethesda macht. Richtig geile Rollenspiele. Fallout ist so gut. Ich bin zwar jetzt nicht der Fallout-Nerd, aber Fallout 3 ja, fand ich Fallout super. Fallout 3 war super. Aber Skyrim, ich mag diese normalen Fantasy-Welten schon nicht so gern. Ist nicht so... Oh, warte mal, was esse ich da überhaupt? Ja, das sieht gut aus. Nee, doch nicht. Das mache ich schon nicht so gern. Und das ist halt für mich so... Mir ist es zu viel oft. Ich mag nicht alles durchlesen, ich mag nicht alles einsammeln können, so blöd sich das anhört. Ich mag schon spielerische Freiheit, aber mir ist es einfach... Es ist halt mittlerweile auch so, dass ein Spiel, das ich fast nicht spielen kann, weil mir die Zeit auch etwas fehlt, sage ich jetzt als Let's Player, gell? Mir geht's ja auch im Moment mit The Witcher so. Also ich habe gesagt, ich nehme mir die Zeit jetzt dafür, einfach weil ich die Teile davor alle gespielt habe und einfach wissen will, wie es jetzt zu Ende geht. Aber ich merke jetzt schon, ich habe da, glaube ich, 70, 80 Stunden schon rein versenkt. Und das ist ja für Leute, die es jetzt wirklich spielen, gar nicht so viel. Und ich komme halt diese Woche kein einziges Mal dazu. Ja. Also das Einzige, wofür ich es wirklich noch machen würde, wäre Dark Souls. Ja. Ja, das ist das Problem. Ich habe zu viele Spiele, für die ich mich interessiere. Ja, das ist halt du. Ich habe The Witcher habe ich mir zugelegt. Jetzt wollte ich da was nachziehen.
Naja, im Endeffekt, ich habe es 5 Stunden gespielt und dann war wieder irgendwas anders. Da war viel Arbeit und bla bla. Oder halt jetzt, was weiß ich, für irgendwas, was wir im Let's Play machen, okay. Aber so jetzt für mich so privat, ich weiß nicht, wann ich spielen sollte, ganz ehrlich. Weil wenn ich jetzt Let's Plays auch noch mache, ist es halt wirklich so, dass ich sage, ja, cool, aber dann gibt es natürlich auch noch in der Freizeit andere Dinge, die ich noch machen wird. Freunde, Familie. Zum Beispiel Nutten, Koks und Nutten, Nutten. Koks und noch, Darf mein man Gott, niemals das gute vergessen, wie Koks, ey. wichtig das ist? Ja. Wie wichtig, also viele unterschätzen auch die magische Wirkung von Nutten im Zusammenhang mit Koks. Ja, also Nutten alleine ist okay. Ist ja schon witzig. Ja, aber mit Koks, ihr scheißt euch zu, und zwar wortwörtlich. Ja, also auf die Nutten. Es ist. Das ist so. Und das ist so eine Sache, die kann ich auf meinem Kanal auch so sagen. Ihr scheißt euch zu. Und ein. Vielleicht So, zu ich meiner habe. Verteidigung, ich habe noch nie Koks genommen und ich habe es auch nicht vor. Ich auch nicht. Ich Aber hab's dann auch geht's nicht jetzt auch vor. nicht. Dafür habe ich mir mehrere Nutten durch die Nase gezogen. Ich habe noch mal eine Falle links neben unserem Camp gebaut. Also wir haben jetzt. Oh, guck mal, eine Falle hat schon wieder zugeschnappt. Echt? Kriege ich dann auch mal was? Da ist nichts drin, oder? Wieder ist nichts drin. Ich sehe jedenfalls. Also man kann wohl was nehmen, aber ich sehe nichts. Du kannst, komm Jonas, mal hier hin, wo ich bin. ich riech, wenn du mich bescheißt, Mann. Ja, komm doch. Das ist, Guck mal hier. Da kann man Der wohl ist ein was Lizard, nehmen. Mann. Geil. Nimm ihn dir. Oh, danke. Warte mal. Wieso ist es jetzt wieder zugegangen? Da. Dankeschön, Jonas. Ich weiß. Du weißt doch, dass ich dumm bin. Hast du Ja. eigentlich schon. Hast du schon ein Feuer gebaut? Schon fertig. Ist da schon Wie wieder lange? was zu? Ja? Warte, warte, warte. Was Warte. war das? Das war ein Lizard, du hättest nicht aufmachen sollen. Ach so. Warte, warte. Ach, Hab kann man ihn, hab die. ihn. Hier. Okay. Wenn die Kann leben man quasi die. noch. Da, Wo hier, ist er kannst du denn? abziehen. Hier. Ah, da. Kann man die. Schau Moment. mal, ich habe Jetzt, nämlich ich hab hier. voll den Faden verloren. Kann man die in der Falle schon töten? Das weiß ich nicht, ich habe immer Angst um die Falle. Eben. Ich habe Aber als sie nämlich. gerade aufgemacht haben, habe ich in der Falle geschlagen. Da ging's. Schau mal, ich habe hier auch noch eins auf. Ich stelle hier gerade noch eins auf. Ja, warte, Nur dann damit gebe du ich dir mal weißt, ein dass ich paar. toll bin. Hast du noch zwei? Nee, aber. Ist okay. Mei, was kostet die Welt, ne? Ja, so. Also ich sag mal so, um die Futterversorgung müssen wir uns dann wohl erstmal keine Gedanken mehr machen. Ja, außer wir ziehen wieder um. Ja, aber ich sag mal, solche Dinger, die hast du ja jetzt schnell gebaut. Was brauchst du denn für dein Feuer? Nix mehr, das ist fertig. Nein, echt? Ja. Schon richtig geiles? Ja. Da haben wir alles in der Forest erreicht. Ja, wir haben das Spiel durchgespielt. Richtig, In ey. anderthalb Stunden oder was jetzt? Ja, nicht mal. Wir sind die Besten. Übrigens, ich habe bewusst hier auf Licht halbwegs verzichtet, weil es halt spannender ist, wenn es dunkel ist. Das, ne? Und so. Also, ich will jetzt mal einen Hasen kochen. Ja. Ich weiß nicht, was. Ich schau mal, was wir machen könnten ansonsten. Also, wir haben jetzt hier die Basic-Fire-Sachen. Du hast jetzt ein richtiges Fire-Pit gemacht, ne? Ja, also das können wir auch wieder anmachen später. Kann sein, dass wir dann irgendwie nochmal so Stöcke oder sowas nachfüllen müssen, aber grundsätzlich. Oh mein Gott, wir können Treehouse machen? Wo? Da Bei den muss ich mal. Shelter-Dingern. Small Cabin. Boah, da würde ich mich wohlfühlen, Jonas. Da sehe ich mich drin. Wo ist denn da? Oh, ist das geil. Krieg direkt einen Steifen, ey. Oh, eine Snackbar? Eine Tree-Plattform und eine Tree-Bridge. I shit you not. Ist das geil. Ach, Climbing Rope. Was brauchen wir denn da? Das wird ja nicht erklärt. Wo bin ich blind? Also ja, aber. Oi. Climbing Rope. Stall live, live, also lebende Hasen in a cage and watch them multiply. Wenn wir Seil oder sowas hätten oder Faden, was auch immer, dann können wir einen Rabbit Cage bauen. Und wir können auch einen Small Garden anbauen. Warte mal, wir können jetzt schon einen Small Garden mit 5 Logs anbauen, Jonas. Und wir With können. logs, With rocks, logs and a stick. we Und wir können einen use. Drying Rack. Guck mal, wir können Log, Rock and Stick Holder bauen.
And then we have rocks, logs and the sticks. Boah, man kann sogar Boote bauen, aber nicht im Multiplayer momentan. Hey, sag mal, wir können auch hier zum Fleisch trocknen was bauen. Zum Trocknen? Oh, ich sollte ja vielleicht mal mein Fleisch essen. Also um es halt länger haltbar zu machen. Ey, wollen wir das, soll ich das mal irgendwo hier hinstellen oder wollen wir uns gleich in der nächsten, am nächsten, wenn jetzt dann wieder, oh, ich bin gerade so durcheinander, wenn es jetzt dann wieder tagt, nach der Nacht, die noch nicht angebrochen ist, gleich nach einem anderen Platz umsuchen oder wollen wir hier wirklich bauen? Ich würde einfach hier tatsächlich einfach weiterbauen. Ja, dann machen wir doch einfach. Was kostet die Welt, Mann? So, pass auf, aber dann würde ich sagen, die 42. Wie immer, ne? dann würde ich nämlich jetzt... Soll ich uns mal hier eine Stelle für den Garten hinlegen? Ja, bitte. Wo wollen wir denn hin haben? Wollen wir hier hin haben? So? Hier ja. Vielleicht? Ja? Ja. Ist ein bisschen schief, aber... Ist egal. Oder gleich hier so? So? Ja. La Billy Bleu. Le Party zwei Dinger, aber doch mal. Warte, ja, Baum. Was für Dinger? Ich bin Baumfeld. Log. Hello. We need some logs. Who needs some logs? Ich werde einfach nicht müde von, ne? Muss ich auch mal sagen. Die Rock Log and the Stick Geschichte? Ja. Die ist super. Übrigens, mir geht gerade der Magen langsam. Die Energie auf Grundeis ein bisschen. Dann brat ihr was überm Feuer. Ach, stimmt ja. Das muss ja eh weg, ne? Der Scheiß. So, ja. Warte mal kurz. Wir brauchen nämlich bloß zwei Dinger, um das. Ich weiß bloß nicht, was wir dann anbauen, wie wir das anbauen können. So, und jetzt? Ich hab. Ich hab Samen doch. Ach so. Kann ich jetzt nicht benutzen? Ach, ich hab die schon benutzt. Ja, bei mir auch. Ich konnte auch einmal scheinbar. Cool. Ja, dann müssen wir jetzt nur watch it grow. So, und was haben wir noch? Machen wir mal dieses Meat Preserve Zeug, damit wir da. Das braucht ja überhaupt nichts. Ich hänge uns das hier gleich. Ich stelle uns das neben dem das Lagerfeuer, okay? Storage. Wo hast denn du das Meat-Ding gefunden? Snackbar, Medicine Cabinet, Explosive Holder. Bin ich. Warte mal kurz. Woodbench. Das ist weit hinten irgendwo. Fragen wir nicht mehr wo. Animal Trap. Happy Birthday Trap ist auch cool. Kennst du dieses Ruhe vor dem Sturm-Scheißzeug? Ja. So geht's mir gerade. Ich habe das ein bisschen schief hingestellt, gell? Ist ja wurscht. Weil es ist verdächtig ruhig jetzt. Drying Rack. Idea for drying preserving meats. Da habe ich's. Wo willst du es hinhaben? Hier direkt? Ach, du hast es schon. Ja. Ja, toll. Heiße. Wie du ich mir halt überhaupt nicht sorge mich. Nee, like aber warum soll ich auch? Warum soll ich auch? Na klar. Lass wieder streiten, komm. Lass die Zuschauer wieder an unserem Streit teilhaben, Jonas. Danke. Ja. Unfassbar, ey. Ich musste Carlos alleine großziehen, weißt du? Carlos stinkt. Ja, aber da kann er doch nichts für. Doch, weil du nicht gewaschen hast. Na gut. Die Leute haben ihn stinky, stinky, Carlos stinky genannt. Ist fertig? Ja. Gut, dann brate ich mir jetzt den Storch. Kann ich jetzt denn ein Fleisch da drauflegen? Kann ich das damit benutzen? Also warte mal kurz, also ich würde jetzt mal... Guck mal, man kann die so aufhängen. Vielleicht hätte ich den vorher... irgendwie ein Salz einlegen sollen oder so. Das weiß ich. Ich lege jetzt mal einen hier rein. Kannst du den wieder nehmen dann? Nee, deswegen packt er mal sonst nichts drauf. Dann können wir mal gucken, was mit dem passiert. Den kannst du nicht nehmen? Nee. Puff. Okay, vielleicht ist aber nur... Okay. Sieht übrigens sehr geil aus. Ich schon, gell? So durchgeht so. So, und jetzt? Oh, fuck! Muss so warten. Ich muss mal kurz was essen. Bis ich weniger brenne, ne? Gott sei Dank hat es noch meine Lizard-Skin in Mitleidenschaft gezogen. Geil, bin ich blöd, selbst im sichersten Feuer. Aber was passiert denn jetzt mit dem guten Lizard hier? Mit deinem... Keine Ahnung. Aber das gibt doch keinen Sinn. Nö. Hast du auch einen Lizard reingetan? Ne, jetzt gerade nicht. Gut. Ich brate mir mich gerade ein. Meine Energie geht mir mich langsam richtig weg. Ja, der Lizard, der haut schon gut rein. Du, ich check mal kurz die Fallen. Ja. Wenn irgendwas ist, schrei. Mhm, glaub mir. Das ist trotz allem so unangenehm. Ja, das glaube ich dir. Gerade weil ich mich jetzt so ein bisschen so halbwegs in Sicherheit... Ja, gleich geht's bestimmt richtig auf die Fresse. Pass auf, nicht erschrecken, ich bin hier links bei einer Falle, die offen ist. Ist bei den anderen irgendwas drin? Nee. Nee. Oh, ich hab Schiss.
Boah, ist das unangenehm. Boah, wir müssen mal eine Folge mit einem Nachtspaziergang machen. Ja, boah, das Schlimme ist nämlich einfach, ich komme ja vom Dorf. Oh fuck, jetzt geht auch nochmal den. Was? Und ich kenne das halt wirklich, wenn man abends alleine zurück durch den Wald gehen muss, ja. Und vielleicht passiert nichts, aber ich kriege die Krise. Ich kriege halt wirklich die Krise dabei. Wollen wir hier schnell was bauen noch? Hier vielleicht eine Falle nochmal? Ja, vor allem bei uns haben sie sich früher immer Geschichten erzählt, kommen aus Schwerte an der Ruhr und da gibt es die Ruhrwiesen, ja, und die sind nachts voller Nebel, wenn das Wasser hoch genug ist. Das heißt, du gehst durch riesige Wiesen, die vollkommen von Nebelschwaden sind, ja. Und dann gab es halt immer so Geschichten, so, ja, da ist jemand rumgelaufen mit einem Messer und so. Und du denkst dir schon so, ach du Scheiße. Ne? Und dann musst du da alleine durch, mit dem Fahrrad. Genau meins. Du glaubst nicht, ich bin noch nie in meinem Leben so schnell geradelt. Ich höre mir zurzeit immer so Creepypasta-Sachen an und da gibt's, wie heißt der? Das war der Wind, glaube ich. Warum schreit da ganz hinten irgendjemand? Ist das nicht der Wind? Nein, ey. Nee, ist der Wind. Fuck, ey. Oder? Achso. Nein, es war nur... Oh, Scheiße. Warum gehst du da auch noch hin? Ich habe bloß nach der Falle geguckt. Okay. Das ist der Wind, der pfeift. Nee, da, okay, das war ein Gedäusch. Das war ein Gedäusch. Okay. Hast du es gehört? Ja. Ich finde es ja gar nicht so dumm, dass das so hier ein bisschen drunter steht, so nicht auf Sicht quasi. Ja. Also unser Lagerfeuer, aber ich... Wir mögen vielleicht dumm sein, aber dafür sind wir auch ganz schön hässlich. Ja, Gott sei Dank. Was wir an Dummheit haben, machen wir doch Hässlichkeit wieder wett. Wir Schlinge. Shit, ey. Ich kann übrigens, ich habe gerade mal geguckt, mit den Federn kann ich rein theoretisch Pfeile bauen. Okay. Oder eine Axt. Ich bin halt nie sicher, ob wir nicht einfach unten bleiben sollten, bis die Nacht rum ist. Und nicht mit dem Feuerzeugen rumrennen, aber auf der anderen Seite. Ich sag mal so, irgendwann müssen wir das sowieso. Wir könnten mal jetzt, wenn der Tag anbricht, ein Baumhaus bauen. Schrägstrich, wir könnten auch jetzt schon ein Baumhaus bauen. Ja, vorzugsweise an dem Baum, den wir nicht fällen. Jetzt habe ich mir gerade was zu essen gemacht, ne? Oh, Verzeihung. Immer zum Mitternachtsmahl, ey. Immer. Hast du irgendwie auch das Gefühl, dass man irgendwie nachts schneller Hunger kriegt? Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, aber ich kann es dir nicht sagen. Ich habe immer das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Ich auch. Achtung, ich komme. Warte mal, ich höre Schrei. Scheiße. Ich bin hinter dir, nicht erschrecken. Ja, also ich bin hinter dir die ganze Zeit. Okay. Mann, ey. Das raschelt hier irgendwo. Also gerade waren wieder Rufe, aber die waren weit weg. Es kann auch ein Vogel gewesen sein, aber... Muss nicht. Okay. Boah, die lassen uns momentan ja echt... Warte, bist du? Nein, bist du nicht. Mach das Licht aus. Ich hab das Licht aus. Jonas. Fuck. Siehst du ihn? Ja. Scheiße, der... Alter. Nee, komm, dem nach. Der darf nicht, dass der Bescheid gibt. Das sind... Nee, der killt einen anderen. Warte. Lass die mal. Du Ficker. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich dich erwisch. Ich komm. Ah, daneben, sorry. Fuck. Wichser, komm, ihm nach. Wo ist er hin? Da ist er. Fuck you. Okay. Fuck. Ich hab Ohren. Fuck. Ich nehm nur mal mit. Achso, du hast ihn, okay. War da jetzt noch einer? Da war doch noch einer. Warte, ja, hinter dir! Scheiße! Wo ist er?
Fuck, 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 fuck. Ich lauf zu seinem Nest. Ja? Fuck, wo ist der? Okay, es kommen mehrere. Scheiße. Da kommt einer mit. Warte mal kurz, der eine patrouilliert, der hat uns noch nicht gesehen. Fick! Fick ist der hässlich, ey. Scheiße, wo ist er? Wo ist er? Scheiße. Warte, warte, da ist er, da ist er. Da ist er bei der Falle. Wo, wo, wo? Ich sehe den nicht. Das Schlimmste ist, ich sehe den Spacko nicht. Da. Wo, wo, wo? Wo? Oh Gott. Ich geh dich selbst ficken, ey. Ich hab bloß Angst, dass ich dich treffe, weißt du? Hau, heilen können wir uns immer noch. Okay, warte, warte, warte. Kann man den zerhacken? Warte mal, Vorsicht. Vorsichtig, dass ich dich nicht treffe. Nee, tust du nicht. Wir haben das echt gerade ganz gut gemacht. Weil wir können irgendwie mit dieses Human... Ach, Quatsch, ja, jetzt ist ein Arm ab. Wir können die Gliedmaßen abhauen. Ja, natürlich. Die Gliedmaßen abhauen. Ach, weißt du, was wir machen können? Also du kannst dieses... Warte mal, warst du das? Ja. Oh, fuck, ey. Fuck, ey. Ja? Wir können die Gliedmaßen nehmen und dann selber solche Abschreckungsdinger bauen, genau, weißt du? Genau, diese Human Effigy-Dinger da. Nicht Effigy, doch, oder? Ja. Hast du ihm den Kopf schon abgehauen? Ich weiß nicht, ich hab ihm den Kopf abgehauen. Okay. So, ich nehme den Torso und bringe ihn mal widerlich, weg. Ja. Boah, ey. Ich brauche schnell was zu essen, unbedingt. Boah, und Wasser vor allem. Wir müssen einen Bach suchen, wenn es hell wird. Wieso, hast du keinen Drink mehr? Ich würde den gern ungern verbrauchen, wenn wir einen Bach irgendwo haben könnten. Ja, hier unten ist das Meer. Ich weiß nicht, ob wir da... Nee, also wenn dann... Also weiß ich nicht, ob wir... Scheiße. So, ist jetzt der Lizard da drauf? Ich sehe ihn nicht. Doch schon, ne? Weiß ich nicht. Wenn du ihn draufgelegt hast, dann ist er drauf. Irgendwann leuchtet er auf, wenn man ihn essen kann. Can be used as a weapon, okay. Alter Verwalter, ey. Scheiße. So, warte mal, ich guck mal gerade kurz, ob ich... Boah. So Abschreckungsdinger bauen kann. Und mit deinem Lurch, dem... Warte mal, du kannst den Lurch jetzt essen. Wo? Der hast den gedörrt oder so quasi. Ja, isst den. Ich hab grad genug. Ja, aber der da hängt, jetzt kann man benutzen. Ja, nimm ihn. Ja, aber cool. Ja. Oder nicht? Ja. Haltbares Essen. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist dann. Vielleicht hält's länger. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, in diesem Spiel ist das nicht so wie zum Beispiel in Ark, dass das Essen schlecht wird. Da steht nirgendwo, dass das irgendwann verdörrt oder schlecht wird. Oder du kannst aber einen gekochten kannst du quasi ja nicht mehr hinhängen, ne? Genau. Oder probier's mal. Ich dörr mal einen. Okay. Nee, es ging gerade nicht, weil du kannst ja dann nur noch gleich... okay, stimmt. Okay, sie hängen beide. Einen kannst du aber essen. Okay, noch nicht. Ich würde mal jetzt gucken, dass ich irgendwo so eine Falle hinbaue, weißt du? So ein... Soll ich was mit dem Kopf oben drauf machen, oder... Warte mal, kann ich das irgendwie droppen? Ich muss das auch droppen können, irgendwie. Weil ich hätte dann gebe ich dir die Sachen, ne? Ja, ich baue mal hier oben auf dem Hügel so ein Abschreckungsding hin. Ja, neben soll die ich Fallen. Dir dann die dann lege ich dir die, die, na sag's mir, die Körperteile hin, oder? Ich hab die Körper, ich hab doch selber Körper. Ja, fuck, da ist einer, da ist wo, einer, was, scheiße, wo, scheiße. Ich hab gerade einen Fuß in der Hand. Okay, warte, komm. Machen wir den kaputt? Was haben wir da gebaut jetzt? Das ist jetzt das da können wir jetzt was irgendwie drauf machen. Ja, den machen wir schon kaputt, weil ich habe keine Lust, dass die dann irgendwie... Das ist eine Frau. Die will... Wo ist sie hin? Mir nach. Wo ist sie hin? Da, mir nach. Ich sehe dich. Fuck you. Boah, das ist nicht schön. Es erinnert mich gerade so ein bisschen, auch wenn es makaber klingt, ich war Halloween im Moviepark. Das läuft ja den ganzen Monat, da war ich schon einmal da. In Berlin oder was? Nee, in Bottrop. Ach doch, ja, ja. Und da bist du auch durch so ein Schlachthaus gegangen. Mhm. Und da haben sie halt, das ist halt, hat halt angefangen wie so ein Tim Burton haftes Wartezimmer, wo du reingekommen bist. Okay. Und dann hatte ich halt so eine quirlige, verrückte Bornham Carter oder wie die Helena auch immer Bornham heißt. Carter. Genau. So im Stile begrüßt und immer so
schön, dass ihr hier seid. Und dann bist du halt reingegangen und dann bist du durch so ein Haus gegangen, wo die Menschen abgeschlachtet wurden. Ne? Und dann war halt so eine Leiche und die sah halt mega aus wie eine Puppe. Okay. Und ich gehe da hin, denke halt nichts dabei, vor allem, weil da jemand gerade Gedärme so rausgezogen hat und dann ist es keine Puppe. Geil. Das wollte ich aussteigen, ey. Du kannst nicht aussteigen, du musst da durchgehen. Nee, ich würde, also ausflippen. Guck mal, hier kannst du noch einen Kopf dran machen, den mach ich mal hier dran. Schau mal, ich kann das jetzt anzünden? Ja, aber warum? Machen wir jetzt nicht. Ja, auf Nacht dann, oder? Würde ich sagen. So, ja. Bitte, vor allen Dingen würde ich sagen, wir beenden diese Folge und suchen jetzt dann einen Bach, weil ich gleich enorm verdurste. Wenn das in deinem Sinne ist, lieber Jonas. Oh ja. Ja, hast du Lust? Oh ja. Hast du Lust? So, oh, warte ich erst den durch noch und dann ist gut. Gut. Geile Sache, freue mich total drauf. Bis zur vierten Folge. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir und dem guten Jogel. Bis bald. Heider out.